ich möchte jetzt ein bewegtes Objekt in den Canvas setzen, ein Kreis, der sich bewegt. Zuerst werde ich diesen Kreis zeichnen, dann möchte ich den Canvas vergrößern, so dass er das Fenster ausfüllt, und dann möchte ich erstens einmal eine Animation herstellen und zweitens auch versuchen, das irgendwie zielgerichtet ablaufen zu lassen. Also zum Beispiel so, dass der Kreis abprallt, wenn er den Rand des Fensters erreicht, oder dass eine Lissajous-Kurve oder so etwas gezeichnet wird. Ich habe ein einfaches Stylesheet, eine Zeile, in der ich einen violetten Hintergrund für den Canvas bestimme, darum sehe ich etwas. Dann habe ich das Canvas-Element mit einer ID CNV, aber sonst ohne Attribute. Die Größe bestimme ich dann aus JavaScript heraus, und dann im Script-Teil des HTML-Dokumentes wird zuerst eine Funktion deklariert, und das sind die Zeilen, die dazu führen, dass die Projektionsfläche sich optimiert für hochauflösende Bildschirme. Das habe ich in einem vorhergehenden Video erklärt. Die wird dann auf Zeile 33 mit dem Canvas-Element als Argument aufgerufen. Das führt dann dazu, dass hier die Ränder etwas schärfer sind auf der Projektionsfläche. Du musst es nicht unbedingt machen. Dann leere ich die Konsole und deklariere eine Variable CNV, der weise ich das HTML-Element Canvas zu, und dann bestimme ich eine Größe und speichere das in die Variable CTX, was mir die Methode getContext mit dem Argument 2D zurückgibt. Also alles, was die Zeichenfläche betrifft. Und dann eben der Aufruf dieser Funktion. Jetzt möchte ich zuerst einmal einen Kreis zeichnen, und das ist auch nicht, es gibt keine Ellipsenfunktion oder keine Ovalfunktion, sondern ich muss einen Bogen zeichnen, der geschlossen ist. Das habe ich nachgeschaut bei MDN im Canvas-Tutorial unter Shapes oder Drawing Shapes. Und um dies zu tun, muss ich zuerst sagen, Begin Shape, und also ich muss einen Pfad zeichnen, und diese Funktion existiert natürlich nicht einfach so, sondern das ist eine Methode von der Zeichenfläche, darum muss ich CTX vorne anstellen, und ich zeichne jetzt nicht einen Pfad, sondern einen Bogen, das heißt Arc. Und Arc hat eine ganze Reihe von Argumenten. Zuerst einmal den Ort, ich sage mal 2020, und dann einen Radius, zum Beispiel 15 Pixel. Und dann muss ich den Anfangswinkel und den Endwinkel angeben. Und dann zeichne ich ein Kreissegment oder eben einen Bogen. Und als Anfangswinkel nehme ich 0 und als Endwinkel 360 Grad, aber die Angabe muss ich wie üblich in Radianten machen, also schreibe ich Math P, und das sind 180 Grad, aber Math P mal 2 gibt 360. Und dann sehen wir noch nichts. Übrigens gibt es hier noch ein weiteres Argument, es gibt hier True oder False, je nachdem, ob du im Uhrzeigersinn oder nicht um den Kreis herumgehen möchtest. Aber das kannst du auch weglassen. Und jetzt muss der Pfad gezeichnet werden. Das kann ich mit Fill oder mit Stroke auslösen. Ich nehme Fill. Und jetzt müsste eigentlich etwas zu sehen sein. Ah, ist es nicht, weil ich habe wieder vergessen, die Zeichenfläche, das Zeichenflächenobjekt vorne hinzuschreiben. Und jetzt schaue ich mal, ob es einen Fehler gibt. Es gibt einen Fehler. BeginShape is not a function. Heißt es vielleicht BeginPath? Ah, ich entschuldige mich für diese
fehlerhafte Angabe, das heißt nicht Begin Shape, sondern Begin Path. Und jetzt habe ich einen Kreis und dem kann ich auch noch eine Farbe geben, indem ich sage Fill Style und zum Beispiel hellgrün. Und auch hier habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt ist die Frage, welchen? Ah, natürlich. Es ist keine Funktion, hoppla, sondern nur eine einfache Eigenschaft. Und hier ist der hellgrüne Kreis. Und den möchte ich bewegen. Bevor ich ihn bewege, blase ich jetzt diesen Canvas mal ordentlich auf. Und statt hier einen fixen Wert zu nehmen, nehme ich eine Eigenschaft des Window-Objektes, und zwar Inner Width und Inner Height. Und jetzt gibt es hier zwei Dinge, die mich stören. Erstens einmal diese Scrollbalken. Das soll weg, weil ich will wirklich das Fenster ausfüllen, aber nicht breiter oder höher werden. Und hier gibt es Korrekturen, die ich in CSS machen muss, weil einerseits gibt es einen Rand um das Body-Element, das vom Browser-Style-Sheet gezeichnet wird. Das ist ärgerlich, aber ist eine gesunde Voreinstellung für Dokumente, die kein Style-Sheet haben. Und wir sehen, dass wenn wir das Body-Element im Inspektor anschauen und die Regeln dazu angucken, dann steht hier irgendwo Margin 8 Pixel vom Browser. Wenn du das nicht siehst, kannst du das einschalten. Das sind die Einstellungen der Developer Tools. Dort gibt es eine Checkbox Browser-eigene Stile anzeigen. Wenn das weggeklickt ist, siehst du nur, was du selber bestimmst. Ich würde empfehlen, das anzuschalten. Dann siehst du auch, wo der Browser zusätzlich noch Dinge einstellt, mit denen du vielleicht nicht gerechnet hast. Also diesen Margin, den müssen wir ausschalten. Und das mache ich hier in meinem Style Sheet. Dann schreibe ich Body Margin 0. Und jetzt bin ich diese weißen Ränder losgeworden, aber ich habe hier immer noch diese Scrollbalken. Und ich weiß zwar, wie ich sie wegkriege, aber nicht wirklich warum, weil Canvas ist ein Inline-Element, wie ein Bild auch, also etwas, was in der Zeile steht, und wenn ich das umschalte auf Block, also Display Block schreibe, dann wird es zu einem Element, das einen Umbruch erzwingt und das wie ein Absatz funktioniert, und dann verschwinden diese Scrollbalken. Aber warum das so ist, das entzieht sich mir. Wir machen es einfach so. Also die Größe stimmt im Moment. Natürlich ist es so, dass wenn ich das Fenster vergrößere, diese Größe so bestehen bleibt und ich muss das neu laden, um das JavaScript-Programm erneut auszuführen und die neue Größe zu übernehmen. Wenn du das nicht möchtest, kannst du natürlich den Resize-Event abfangen und dann das Skript irgendwie neu ausführen lassen, so dass die Größe des Canvas-Objektes sich anpasst. Aber ich lasse das mal sein, sondern konzentriere mich auf die Bewegung. Also jetzt habe ich diesen Arc und ich möchte, dass mit jedem neuen Frame ein Arc an eine neue Position gezeichnet wird. Und das kann ich tun, indem dass ich eine Funktion definiere, die diesen Arc zeichnet, die diesen Kreis zeichnet, mit immer neuen Koordinaten. Und diese Funktion verwende ich als Callback für die RequestAnimationFrame-Methode des Fensters. So
dass das immer wieder aufgerufen wird. Also ich versuche hier eine rekursive Funktion zu schreiben und das sieht dann ungefähr so aus, dass ich sage, Function, und dem muss ich einen Namen geben. Ich könnte die zum Beispiel draw nennen, so wie in P5. Und dann wird am Ende, dann schreibe ich alles, was mit diesem Kreis zu tun hat, und am Ende sage ich window request animation frame und dann übergebe ich wieder den Namen dieser Funktion, dieser request animation frame Methode. Und im Moment passiert nichts, weil zuerst muss ich draw einmal aufrufen und sicherheitshalber tue ich das nicht sofort, sondern ich schreibe es mir mal hier hin und werde das dann anschalten, sobald ich bereit bin. Dann kopiere ich diese paar Zeilen und füge sie in die Funktion ein, ziehe das etwas ein. Jetzt sehe ich nichts mehr, weil ich werde diesen Ball erst wieder sehen oder diesen Kreis, wenn ich dann die Draw-Funktion aufrufe. Und wenn ich das jetzt schon tue, also ich kann es ja mal machen, dann müsste das eigentlich anschalten. Wir sehen es jetzt auch, aber das bewegt sich nicht. Und was sich hier bewegt, das sind, oder für eine Bewegung muss ich die Positionsdaten hier ändern, x und y nenne ich das einmal. Ich werde Variablen herstellen, die ich über Zeit ändern kann. Dann sage ich let x gleich, sagen wir mal 20, und let y gleich 30. Und dann möchte ich, dass sich das irgendwie entwickelt, und ganz einfach kann ich einfach mal sagen, x wird jedes Mal um 1 erhöht und y genauso. Jedes Mal, bevor ich das nächste Frame anfordere und wieder diese Funktion ausführen lasse. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn ich das anschalte. Jetzt wird dieser Kreis gezeichnet und entwickelt sich hier über eine bestimmte Zeit, aber die gezeichneten Kreise bleiben stehen. Und wenn ich das nicht möchte, muss ich die irgendwie wegbringen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich könnte zum Beispiel ein Rechteck zeichnen, das genau die gleiche Größe hat, wie das es bereits hier ist. Oder es gibt auch eine spezielle Funktion, die heißt ClearRect. Das ist dann ein Rechteck, das in die Zeichenfläche gezeichnet wird und wie ein Gummi funktioniert. Also um das vielleicht zu zeigen, könnte ich zuerst diese zwei Zeilen auskommentieren und dieses Rechteck nicht von der linken oberen Ecke auszeichnen, sondern aus der Mitte des Kreises. Dann siehst du, was da passiert. CTX clear rect und dann eine Position, und dann nehme ich hier mal 20 und 30, das ist der Mittelpunkt des Kreises. Und dann eine bestimmte Größe, ich nehme mal 100 und 200. Und jetzt siehst du, dass hier etwas aus dem Kreis ausgeschnitten wird. Oder wenn ich das verringere auf 10, jetzt wird noch mehr vom Kreis abgeschnitten. Ich finde das noch eine interessante Funktion, weil sie nicht einfach einen Hintergrund zeichnet wie in P5, sondern weil sie ein Stück aus einer Projektion heraus entfernt. Und eigentlich ließe sich damit auch schon wahrscheinlich interessantes Zeug anstellen. Jetzt gehe ich hier aber auf 0 und nehme als Breite wieder Window Inner Width und Window
inner height. Und jetzt sehe ich nichts, weil ich habe hier, ich bewege den Kreis nicht mehr. So, also schalte ich das mal an. Und es ist nicht der Grund, dass ich nichts mehr sehe, sondern das ist am falschen Ort. Das muss ich natürlich immer machen, bevor ich den lieben Kreis zeichne. Und jetzt bewegt sich das. Ich würde vorschlagen, dass du hier mal pausierst und dass du dir überlegst, wie du diesen Kreis auf eine andere Art und Weise bewegen kannst, so dass er zum Beispiel abprallt. Oder ich werde jetzt mal versuchen, den Kreis eine Lissajous-Kurve zeichnen zu lassen. Und ich würde dir empfehlen, nicht sofort weiterzuschauen jetzt, wenn du nicht gleich auf eine gute Lösung kommst, sondern schau doch auch einmal bei MDN in dieses Canvas-Tutorial hinein. Vielleicht findest du dort auch noch interessante Anhaltspunkte. Okay, also ich versuche diesen Kreis einmal in die Mitte zu zeichnen. Und hier gibt es übrigens noch etwas Interessantes, was wir noch nicht angeschaut haben, nämlich gibt es auch hier die Möglichkeit, den Mittelpunkt des oder den Nullpunkt des Koordinatensystems zu verschieben mit Translate. Also es gibt auch hier Translate und Rotate. Und ich verschiebe mal diesen Mittelpunkt, damit ich aus der Mitte heraus nach oben, unten, links und rechts zeichnen kann mit einer Sinuskurve. Und hier setze ich das mal auf 0. Ich weiß gar nicht, ob ich das brauche, dieses x und dieses y. Sondern ich werde auch hier mal auf 0 gehen. Und jetzt, bevor ich etwas zeichne, schreibe ich Translate. Und Translate, das gibt es natürlich nicht einfach so, sondern auch das ist Bestandteil dieses Kontextobjektes. Und dann gehe ich in die Mitte. Jetzt brauche ich so viel Window Inner Width und Inner Height, jetzt könnte ich es vielleicht mal in eine Variable schreiben. Nehme das mal rauf hier und schreibe const window width, kürze das ab, und window height. Dann kann ich es hier mal brauchen, hier und da unten habe ich es auch. Dann wollte ich das hier benutzen, ww geteilt durch 2 und wh geteilt durch 2. Und jetzt habe ich den Kreis eingemittet. Und jetzt brauche ich einen Radius und das schreibe ich außerhalb, const radius gleich, sagen wir mal 100. Und das ist der maximale Ausschlag mit der Sinuskurve, den ich möchte. Und zuerst nehmen wir mal die Y-Achse. Also schreibe ich hier const Y gleich Math Sinus. Also die Sinusfunktion, die ist in der, im Math-Objekt drin, in reinem JavaScript, nicht wie bei P5. Dort haben sie das irgendwie herausgeschält. Und jetzt brauche ich einen Winkel. Und dieser Winkel, der muss raufzählen, also keine Konstante sein, sondern kürzen wir das auf einen Buchstaben. Der Winkel, der ist zuerst 0 und dann jedes Mal, wenn ich ihn benutzt habe, zähle ich ein bisschen hoch. A, P,
plus gleich, und hier brauche ich irgendeine sehr kleine Zahl, nehmen wir mal 0,001, dann nehmen wir 0,01. Und dann verwende ich das hier als y-Koordinate. Und natürlich ist das ein winziger Ausschlag zwischen 0 und 1. Damit wir etwas sehen, multiplizieren wir das mit dem Radius. Und jetzt habe ich hier noch einen Fehler. Ich schreibe irgendwo x und benutze es aber nicht. Aha, und das sind diese zwei Werte hier unten, die brauche ich nicht mehr. So, aha. Und jetzt passiert etwas Interessantes. Also erstens mal bewegt es sich nicht, ich weiß nicht warum. Und zweitens wird hier ausgestanzt. Und das liegt daran, dass ich eine Übersetzung mache. Ich sage Translate. Und ich habe mal naiv angenommen, dass wenn ich das mache, nachdem ich das Rechteck ausgestanzt habe und die Bühne geleert habe, dass sich das dann wieder herstellt. Aber das ist natürlich nicht so. Ich verschiebe den Nullpunkt und der bleibt verschoben und dann wird im zweiten Frame von hier aus ausgestanzt. Also das muss ich korrigieren. Und in P5 machen wir das mit Push und Pop und in Drawbot machen wir das mit With Saved State. Und natürlich heißt es hier anders. In der Canvas API wird dafür gibt es die Methoden Save und Restore. Da kann ich sagen CTX Save und dann verschiebe ich den Nullpunkt, und wenn ich fertig bin mit all dem, kann ich sagen CTX Restore, und dann werden all diese Umgebungsvariablen wiederhergestellt. Und jetzt scheint auch die Animation zu funktionieren. Und das sieht doch ganz okay aus. Und jetzt mache ich das gleiche noch für für x. Und schreibe auch x in diese Arc-Funktion hinein. Und jetzt läuft das hier diagonal. Und jetzt kann ich zum Beispiel hier, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht mit den Lisa-Schuh-Kurven, müsste ich mal nachschauen. Ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Jetzt macht das hier so eine Art Sanduhr-Bewegung. Ich könnte jetzt überlegen, mir das Clear Rect wieder abzuschalten, um eine Spur zu ziehen. Ebenfalls ein Gedankenwert wäre es jetzt herauszufinden, ob die Animation sich abbrechen lässt. Spoiler Alert, das lässt sich abbrechen, aber ich müsste jetzt auch nachschauen, wie es geht. Also dass diese Request Animation Frame Funktion, dass das irgendwann aufhört zu spielen, sobald ein gewisser Wert erreicht wurde. Oder was ich auch tun könnte, wäre, dass ich mehrere Canvas nebeneinander setze und in jedem Canvas eine separate Lissajous zeichne, eine separate Lissajous-Kurve. Und das wäre natürlich mühsam, weil jeder Canvas hat einen eigenen Zeichenkontext, den ich ansteuern muss. Das heißt, auf Anhieb könnte der Verdacht entstehen, dass ich all diese Zeilen für jeden Canvas wiederholen muss mit anderen Werten. Aber ich könnte natürlich die Canvas-Elemente in einen Array speichern und dann einen Loop über diesen Array laufen lassen mit verschiedenen Vorzeichen, der dann in jedem Zeichenkontext immer wieder das Gleiche zeichnet, aber mit anderen Variablen. Aber das kannst du selber herausfinden, wie das geht.